Was ist mal, willkommen zu Spieltag Nummer 1 in der NPD. What's up, Party? Willkommen zu Spieltag Nummer 1 im EPP. Ich weiß gar nicht, welches Season das ist, aber Liga 2 und ich glaube, es ist mein erstes Spiel, den ich in dieser Liga spiele. Ja. Der liebe Galfano, guter Mann, auschecken bitte. Habe ich an mich, vor euch Bock hätte, nachdem ich jetzt knapp 9 Monate nichts hochgeladen habe. Fand ich lieb. Und ja. Ich schau mal, ob ich dieses Spiel noch beherrsche. Hier seht ihr meine 6 Monster, die ich dabei habe. Die sollten auch gestern im Teambuilding-Video gekommen sein. Eigentlich wollte ich auch jetzt von mir aus gesehen gestern schon aufnehmen. Oder wollten wir schon gestern aufnehmen? Ich, dummer Vollidiot, habe mir meine Monster Level 50 gegent. Wir haben das jetzt alles abgeklärt. Mit Herbie, mit Galfano, mit Ligaladen und sonst was. Das alles passt. Mein Team hat sich nicht groß geändert. Oder hat sich gar nicht geändert, eher. Und jetzt stehen wir eben so hier. Ich schaue nicht mehr Herbie, dass ich bereit bin. Kurz Herbie, dass er auch suchen kann. Weil ich hier. Upsa, ich war nicht zufall. So. Ogerpan nehmen wir. Er schreibt gar nicht. Funny, ich schreibe ebenso. Ich brauche noch kurz einen Zettel oder was zum Ausschreiben. Welchen Stifter? Ich bin mir unglaublich gut vorbereitet. Das ist brutal. Gebe ich einen Kuli. Sehr gut. So. Kalk ist offen, Aufnahme läuft, das ist doch alles wunderbar hier, als hätte ich es gestern letztes Mal gemacht. Habe ich natürlich auch, aber egal. So, Team ist das gleiche, was auch gestern hatte, logischerweise, wir haben beides Team nicht geändert. Wir sehen Kikli, Fuegro, Kramor. Gengar, Morlord und Ting Lu. Und wie ich es auch gestern schon vorhatte, lead ich mit Fiaro. Finde ich als Lead hier relativ nice. Vielleicht kriege ich den Slurping die Morlord raus. Wäre cool. Und sonst, ja. Kann ich eigentlich auch alles U-turn, ich bin schneller als alles, außer da ist plötzlich irgendwo ein Scarf drauf. Da weiß ich das auch und ich sollte eigentlich auch von allem, was hier ein Scarf trägt, was leben. Außer wenn ich Scarf Kikli mit Steinkante, wäre schwierig. Ja. Alles gecheckt hier. Ich brauche noch geschwind. Ja, ich finde es natürlich etwas schade, dass ich die Blabberbeere jetzt auf Dinger drauf habe, auf Capoeira. Die ist jetzt ziemlich nutzlos, wegen dem Name, weil Latios nicht dabei ist. Fuegro ist die, okay. So, wenn er von Loki singt. Ja, ich will wahrscheinlich einfach nicht mehr in Löwenherz rausgehen. Aber ich weiß, ob er einfach P-Shottet oder was er vorhat. Hören wir mal U-Turn, einmal sehen, was der für ein Set ist. Das ist gar kein Schaden. Ich hoffe, ich bin minus 1, aber trotzdem Incineroar. King Loki. Da habe ich jeden Fall ein bisschen Death Investment. Das sieht man schon. Geht auch zu meinem Löwenherz. Mein Capoeira. Mal ein bisschen zurückbedrohen.
Okay, er macht den P-Shot. Ist ja die Frage, was jetzt reinkommt. Warlock, okay. Interesting. Ich würde, wenn. Ich kann mal schauen. Hier ist Dinger nicht so wichtig in dem Matchup Hitmontop, dadurch, dass sein Latios nicht dabei ist und dass sein Mammut nicht dabei ist. Ich werde erstmal einmal schauen, ob das Quagsire Unaware hat, weil dann müsste ja bei der Fizz Attack Drop, den ich drin habe, hier keine großen Auswirkungen haben. Und dementsprechend gehe ich hier mal auf den Triple Axel, weil ich hier meinen Leffy senken will. Jetzt einfach mal. Wir treffen zweimal. T-Spikes, okay. Ja, ist okay. Ich kann direkt gegenspinnen. Aber hier sieht es so aus, als wäre der einfach Water Absorb. Also ich habe den Spin, ich habe hier kein Problem damit, wenn er hier irgendwas rauslegen will. Ich kann nicht gegen Spin. Zwei ein Crit. Weil natürlich jetzt, ich könnte nicht in Latios rausgehen. Würde ich eigentlich ungern auf irgendwas da an Hysterex fressen, aber wenn er jetzt bei der Ice Beam wäre, natürlich auch kacke. Aber ich. Mach ich's? Das ist die beste Möglichkeit hier. Das wäre auch möglich, aber ich gehe mal in Latias. Zurück. Wenn jetzt Ting Lu kommt, dann trick ich den. Okay, ne, Fuego kommt. Wait. Latias. Ich habe mir viel zu viel im Kalk geräumt, ich habe das Gefühl. Okay, also Draco hätte theoretisch eine Range zum Killen, aber das riskiere ich hier nicht. Ich gebe wieder einen Lumias zurück. Ist ein bisschen schade, dass ich halt nicht doublen kann. Auf den. Weil der Eva P-Shotten wird. Wobei ich bin schneller als der. Also P-Shotten hätte eigentlich nicht die Möglichkeit. Aber weiß ich nicht, weiß er, dass er schneller bin? Weil ich schneller bin. Ja, okay, ich habe 70 Speed. Der will kein CC fressen normalerweise. Ich hab's mit dem CC. Vielleicht ein bisschen Speed invest und weiß nicht, ich bin halt fast Full Speed. Ich bin 100% schneller. Ich kann auch sehen, dass er direkt rausgeht. Also ja, außer. Wir versuchen es mal. Okay, bleib drin. Ja, bin ich fein mit. Fiogre ist fast down. Das ist schon mal sehr schön.
Gengar. Ich schieße selber auf den Sacker. Was habt ihr jetzt? Er hat meinen Sacker gesehen, ich gehe sofort auf den Triple Axel. Der will jetzt nicht nochmal irgendwas machen. Ich hoffe, er hat das jetzt wirklich zu zappen. Er hat meinen Sacker gesehen gerade. Okay, scheiße. Okay. Damit geht der erste Kill in diesem in dem Game hier an Gengar. Ich bin mir sicher, dass das gegen Heimdall haben wird. Also entweder mache ich das oder ich gehe in Taugenichts. Wo wir erstmal die T-Wave. Aber den Focus Blast haben. Ich meine, Loki, ich kann mir vielleicht kann ich hier irgendwie probieren. Ich meine, aber vorhin schon mein Internet gekalkt hat. Irgendwie vortäuschen, dass ich hier irgendwie groß Offense bin oder sowas. Ich krieg dann vielleicht damit Mordor dran und kann Mordor rausnehmen. Ja, also in dem Matchup sollte da eigentlich immer rausgehen. Okay, dann nicht. Lebt auch. Was kommt? Ein Donnerblitz oder was kommt? Guck mal, lebe ich den? Nein, okay. Ich spiele mir wieder ein Stück Scheiße, das ist unfassbar. Knock-off. Was hat denn der? Jetzt. Ist einem nicht? Fokus. Ah, okay. Ja. Ich hätte nicht denken können. Wir planen damit. Plan hätte, will ich sein, mit Capoeira auf den Dinger zu gehen. Ich weiß nicht, dass der einen Fokus dort hat. Aber es ist trotzdem gut, dass ich nicht direkt in ihn gegangen bin, weil sonst hätte ich hier meine Wundkampf verloren direkt. Er muss eigentlich in Kramer gehen. Theoretisch. Aber ich finde, egal was jetzt kommt, werde ich. Also, außer jetzt, wenn Fulco kommt, würde ich eine Working Wave. Sonst wäre ich. Auf Fulco wäre jetzt kacke. Der riecht so aggressiv in Kikli. Da will jetzt irgendwas kommen. Der wird doch. Also, ich will es ihm erst gescarft. Wenn du so aggressiv da reingehst. Du willst wahrscheinlich P-Jab kommen. Kann auch sein. Ich gehe einfach trotzdem auf den Nahkampf. Patronen liegt. Lebe ich. Kiki ist weg, das ist sehr gut. Ich gehe in Taugenichts in der Situation. Ja, ich gehe hier in. Hier in mein. Genau das P2. Ich sehe jetzt natürlich auch, dass hier Ting Lu reinkommt, aber Ting Lu kriege ich besser. Kriege ich besser gehandelt, als wenn hier plötzlich. Und Moloch kommt, okay. Ah, da wird jetzt hier seinen Scheiß legen wollen wahrscheinlich. Tippe ich mal. Ich mache den Double in Dragon. Ich gehe den Dragonborn raus. Aber dass ich vielleicht gleich den Lu reinkrieg. In den Grassnacht.
Lädt deine Layers, ist okay vorerst. Wenn Latias und Metaross nicht groß betroffen davon. Moment, Stauchler. Gib mir Tinglu. Gib mir jetzt Tinglu, bitte. Okay, gib mir Morlot. Also, Kickliback, Fuecro ist Ulo. Kramer lebt noch. Gengar ist weg. Morlot ist weg. Kramer kommt. Gehe ich jetzt in Tacken? Nee, ich gehe in God of War. Eisenabwehr. Sind wir also hier. I see, I see. Ich hätte den Dragonborn back und drück dem erstmal. Ich drücke gleich erstmal kurz die Specs rein, dass ihr keinen Scheiß baut. Noch was Dummes? Okay, jetzt probier bitte auf plus 6 zu gehen. Bitte, 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 bitte. Wir schicken ihn. Ich Patuschu, okay. Brauche ich zwar nicht, aber okay. Eigenschädel, okay. Ist fein. Wir drücken mal meinen Donnerblitz. Was wir hier machen, wir sind ziemlich offensiv. Ist fein. Dann drücken Metagross. Die Rocks. Da ist mir schon mal das Fuecro weg. Macht ja nichts mehr. Bringt mir sonst was. Es ist doch Fuecro, Tinglu und Kramor. Ich kann auch direkt den Double ziehen in mein Heimdall. Ist aber riskant, wenn jetzt wieder angreift. Wann ist Heimdall weg? Ich kann auf den Donnerschlag gehen. Ist aber blöd, wenn er in Tinglu geht. Ich kann aber auf den Erdbeben gehen. Falls er schneller ist und roosten kann er eh nicht. Aber damit könnte ich wenigstens dann Tinglup etwas preventen. Das mache ich deswegen auch. Okay, er lässt ihn einfach droppen. Wenn er so will. Auch fein. Also der macht mir nicht einfach mehr als Lefty Schaden. Ich lege meine Rocks. Wenn er nachher irgendwie rumswitchen will oder sowas. Also, es ist wirklich nur preventive. Also wenn er weiter jetzt den Eisenschädel drückt, können wir es ja machen. Wer war einmal ein Crit? Es dauert uns viel zu lange hier. Und es ist da ein bisschen mehr als sehr viel Schaden. Boah, gar keinen Bock mehr auf das Match zwischen Tinglu und Pitu. Gar keinen Bock. Ich muss halt wahrscheinlich so lange, dass ich so lange das Ding nur runtergechippt bekomme, bis ich
bis ich das hier mit Iron Valiant finishen kann, weil Iron Valiant meine beste Möglichkeit ist, auch danach das Fulko rauszunehmen. Also wir haben jetzt in den letzten, glaube ich, 3 Runden 3 KP durch Kramer verloren. Das war knapp, also es wird irgendwie im Bereich 5-6% gewesen sein, was der Schaden gemacht hat. Den Glue kommt. Okay. Das war, mit dem ich am meisten Stress hatte in der Prep. Wir sind Full Attack Meta raus, wir schauen mal, wie viel Schaden wir machen. Ich werde Meta raus einfach drauf gehen lassen, ich will jetzt noch so viel Schaden machen wie möglich. Okay, das ist okayer Schaden. Das wir haben gemacht. Nach Metagross gehe ich dann in. Nach Metagross gehe ich dann in Latias. Oder Latias? Latias oder Pitu? Wie viel macht. Wie viel, das hätte ich ja mal checken sollen zwischendrin. Also, erstmal der Metagross-Schaden gegen Team Lu mal abgleichen. Das kommt sehr gut hin mit 20%. Der wird eher spezialisiert, wie es aussieht. Wie viel macht dem Set Iron Valiant mit dem CC? 73 bis 74. Okay, dann probiere ich jetzt auch wieder 2 Runden zu schippen wie möglich. Danach müsste Iron Valiant das schon hinkriegen, sonst macht's Latias. Mit dem Schraucher. Body Press. Du hast auch Fistel. Wenn der B-Press spielt. Das ist auch kein guter Schaden, eigentlich. Nasty Q macht unter Hälfte, oder? Sauber. Also, wenn er jetzt Full Fistel wäre. Wenn wir close kommen bei 47%. Das ist gerade so Mitte von der Range. Und dann kann er Heimdall killen? Ich glaube nicht. Aber nach dem CC vielleicht schon, aber let's try it. Wir einmal dumm sein ist auch mal eine Idee. Ist auch mal was Schönes. Einmal dumm sein. Okay, das Ding ist durch. Wir gewinnen 3-0 gegen Herbie. Und damit ist trotz ein bisschen Problemen im Vorfeld mein Willkommen bei tatsächlich geglückt. Okay. Hat der Boots oder nicht? Wir dürfen die einmal doppelt spielen. Ah, Boots, okay. Wacking Wave. Falls jetzt mit einem. Well, ist eigentlich egal. Ich will auch zeigen, was ich gespielt habe, weil ich cool ist. Okay, nice! Nice, nice, nice! Puh! Das kann man kurzzeitig kritisch, aber gut, dass er nicht irgendwie auf. Well, hätte er was gehabt? Ich glaube, Dinger wäre ein bisschen kritisch gewesen hier. Heißt um. Nee, Umbeutung, wer heißt denn das? Überall. Nee. Wer ist denn dieser Dark Move? Von der Mama Kramer Special über Überheblichkeit war's. Mit dem hätte es vielleicht interessanter werden können. Also interessanter insofern, dass ich da große Probleme mit gehabt hätte. Aber ja. So war's dann doch am Ende gutes Ergebnis für uns. Wie sind wir jetzt eigentlich killsmäßig raus? Also, Valiant 3 Stück? Nee, wait, hat Valiant. Die Valiant hat der Kiki direkt aus dem Leben geschallert. Es waren 4 Kills, ja. Dann einer für Meta und einer für Latias, okay. Nimm mal mit. Sehr, 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 sehr schön. Na dann, I guess, man sieht sich dann nächste Woche wieder. Cheerio. Und so weiter. Bye-bye.